Ja, hallo ihr Lieben, Alex von Mackie hier. Wenn wir uns in unserer Gesellschaft umschauen, dann können wir nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Der neueste Geniestreich aus der Bundesregierung ist erst ein paar Tage alt. Die Rüstungsausgaben bzw. unser Beitrag für die NATO steigt auf Rekordgröße an. 53 Milliarden wird Berlin in diesem Jahr nach Brüssel überweisen zur NATO. Ja, und die ganzen anderen Dinge da, die auch noch uns nur noch ein Kopfschütteln auslösen. Ja, angebliche Corona-Pandemie, angeblicher menschgemachter Klimawandel und was weiß ich nicht noch alles. Also da muss man wirklich schon ziemlich abgebrüht sein, wenn man da jetzt also sagen kann, dass das spurlos an einem vorbeigeht. Die Frage ist, was wir machen können. Natürlich, wer die Möglichkeit hat, zu einer Demo zu gehen oder so, kann da vielleicht mal ein bisschen mitlaufen und vielleicht mal ein bisschen Gesicht zeigen und ein bisschen, ja. Aber die Möglichkeit haben nicht viele Leute. Gerade bei uns in Norddeutschland, da sind ja nun wirklich eher weniger Demos. Ich weiß, dass es in Hamburg zum Beispiel Demonstrationen gegeben hat. Eine Handvoll Leute haben gegen die Bundesregierung protestiert. Und dann waren da tausende linker Antifanten und anderer Linksextremer, die der kleinen Gruppe an die Wäsche wollten. Und die Polizei musste dann die Wasserwerfer umdrehen quasi und dann eher auf die Linksradikalen aufpassen, auf die Linksextremen besser gesagt. Ja, und die anderen, die gegen die Regierung demonstriert haben, die waren eigentlich friedlich. Da mussten sie sich gar nicht groß drum kümmern. Und da sieht man mal auch, wo das Gewaltpotenzial in unserer Gesellschaft ist. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit und die möchte ich euch heute ans Herz legen. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, der oder die du dieses Video siehst, mach doch selber mal ein Video, sag deine Meinung und stell das bei YouTube rein. Okay, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das nicht so leicht ist. Man muss da sehr viel Wissen für haben. Aber ich werde jetzt eine kleine Reihe starten, in der ich wirklich Schritt für Schritt zeige, wie man ein Video erstellt und wie man es dann bei YouTube hochlädt. Schau dir das gerne an und dann überleg mal, ob das auch was für dich ist, ob du nicht auch mal ein Video machen möchtest, wo du deine Meinung sagst. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja mit seinem Gesicht und seinem Namen gerade stehen für seine Meinung. Gut, Gesicht, damit habe ich jetzt nicht so die Probleme, aber ich habe natürlich nicht meinen vollen Namen angegeben und ich habe auch nicht meine Adresse irgendwo hinterlegt. Auf der anderen Seite kann man das natürlich auch anonymisieren. Es gibt ja auch YouTuber, die gar nicht im Bild zu sehen sind und die dann auch ein Nickname haben, also nicht ihren realen Namen verwenden, um ihre Meinung über YouTube vielleicht zu veröffentlichen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann eine ganze Menge machen. Ich möchte dich einladen zu dieser Videoreihe, dass du siehst, wie man ein Video aufnehmen kann, wie man ein Video bearbeiten kann und wie man es dann letztendlich auch auf YouTube veröffentlichen kann. Also bleib dran, abonniere diesen Kanal, damit du nichts verpasst. Und wenn du die Glocke drückst, dann steht da meistens voreingestellt personalisiert. Das heißt, YouTube sucht aus, was für Videos du bekommst oder womit du benachrichtigt wirst. Wenn du es selber entscheiden möchtest, dann klick auf alle. Dann hast du wirklich alle Benachrichtigungen zu neuen Videos. Und das ist dann auch wesentlich sinnvoller. Da verpasst du dann auch nichts. So viel der Vorrede. Ja, ich mache meinen Videokanal, um A, meine Meinung zu sagen, B, um Gleichgesinnten zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Denn es sind ja auch viele Menschen in unserer Gesellschaft, die unserer Meinung sind. Ich spreche jetzt mal für uns als Mackie Community, ja, wozu ich euch alle auch zähle, die ihr hier zuschaut und mit dem übereinstimmt, was ich hier von mir gebe. Ja, da gibt es aber noch viele Menschen draußen in der Gesellschaft, die halt vielleicht denken, sie sind alleine damit, dass sie sich nicht mit der Politik oder mit bestimmten Maßnahmen oder was auch immer anfreunden können. Ja, und wenn ihr ein Video macht und vielleicht ihnen den Link schickt oder wenn sie das dann vielleicht auch von alleine finden, ist das eine tolle Sache, dann sagen sie, oh toll, da sind noch andere, die so denken wie ich bin doch nicht alleine und so, ne? Gut, also man hilft seinen Mitmenschen. Vielleicht hast du aber auch nur Interesse, sag ich mal, vielleicht einen Urlaubsfilm hochzuladen oder vielleicht was Lustiges zu machen oder gute Ratschläge deinen Mitmenschen zu geben. Ich habe ja auch damit angefangen mit Lebenshilfe und dann sind immer andere Themen noch dazugekommen. Dann kam irgendwann zu Gesellschaft, Politik,
MGTOW, auch christliche Themen habe ich gebracht und ein ziemlich breites Spektrum an Themen habe ich inzwischen auf meinem Kanal. Ich habe so schon über 200 Videos zusammen. Ja, überleg dir, möchtest du nicht auch mal ein Video machen? Ja, du kannst das anonym machen, du kannst aber auch dein Gesicht zeigen. Wenn du möchtest, kannst du sogar deinen Namen angeben, wie zum Beispiel bekannte YouTuber Tim Kellner, Carsten Jahn oder wie sie alle heißen. Ja, aber du kannst das auch mit einem Nickname machen, Never Forget Nicky. Gut, da ist sein Name inzwischen auch rausgekommen, aber ja, wenn du es nicht willst, dann wird keiner deinen Namen erfahren. Wenn du es nicht willst, wird keiner dein Gesicht sehen. Aber wenn du es möchtest, kannst du das auch gerne machen. Ich werde, wie gesagt, in den nächsten Videos Tipps geben, wie man halt Videos produziert und sie dann auch bei YouTube hochlädt. Ja, schau es dir gerne an und lass dich inspirieren. Setz dich vor die Kamera, vor dein Handy oder wie auch immer und dann kannst du ja auch gerne ein Video veröffentlichen. Und wenn du erstmal eins veröffentlicht hast, dann poste mir ruhig den Link in meine Kommentare, damit ich das dann auch sehe. Nur Mut, ne? Und wie das funktioniert, erfährst du in den Videos, die ich in der nächsten Zeit produziere und hochlade. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und auch schon jetzt vielen Dank dafür, dass du auch vielleicht selber aktiv wirst. Ja, ich freue mich auf eure Videos, ich freue mich auf deine Videos. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also dranbleiben, abonnieren, liken und meine Videos auch teilen und weitergeben. Also alles Gute, bis zum nächsten Mal. Alex von MGTOW.